Benutzen Sie, wie ich es Ihnen in den Videos zum unteren Menschen gezeigt habe, das untere System, um sich nach vorne bewegen zu lassen und um sich wieder nach hinten schieben zu lassen. Und jetzt setzen wir die Hände unterschiedlich ein. Geben Sie etwas mehr Schub auf der rechten Seite, dann etwas Schub auf der linken und kommen Sie dann wieder gerade an. Rechts, links, rechts. Machen Sie ruhig auch mal ganz große Kurven damit. Rechts schieben lassen, links schieben lassen, rechts schieben lassen. Und beschleunigen Sie dabei gleichzeitig und verlangsamen Sie ganz nach Belieben. Und jetzt machen wir mit beiden Händen das Gegenteil. Eine Hand beschleunigt nach vorne, die andere schiebt und beschleunigt nach hinten. Und dann wieder in Ruhe ankommen. Wahrscheinlich werden Sie merken, dass wenn Sie mit dem unteren System so gedreht haben, dass Sie nachher trotzdem erstaunlich gut gerade nach vorne gehen können. Und dann kommen Sie gerade nach vorne. Jetzt probieren wir dasselbe mit dem oberen System. Machen Sie es zuerst in der Richtung, die wir in den anderen Videos als die natürliche kennengelernt haben. Lassen Sie sich nach hinten ziehen. Die Arme nach oben heben, etwas Spannung reingeben und schon werden wir gezogen. Den Körper spüren, sodass die Verbindung nach unten gut bleibt. Bemerken Sie, dass Sie für das Rückwärtsgezogenwerden eigentlich nur aufmachen müssen und etwas Spannung in die Arme geben. Und schon passiert es, während Sie fürs Vorwärtsgezogenwerden den Strom ein wenig führen müssen. Wenden wir das jetzt auf das Kurvenfahren an. Lassen Sie sich zurückziehen und verstärken Sie den Zug in den einen Arm ein bisschen, dann in den anderen Arm und abwechselnd. Und kommen mit beiden Armen dann zur Ruhe. Probieren wir jetzt etwas Ähnliches wie vorhin beim unteren Strom, wo wir mit der einen Hand zurück und mit der anderen vorgegangen sind. Dass wir jetzt oben den Strom mit einer Hand nach hinten führen und auf der anderen Seite, wie vorhin geübt, nach vorne.
Der obere Mensch kann wunderbar um sich selber kreisen. Aber so ganz verbunden mit der Wirklichkeit ist er dann nicht mehr. Das O ist der Laut, der Gegensätze verbinden und ins Fließen bringen kann. Sein Kraftsystem verbindet die Kräfte des unteren Systems und die Kräfte des oberen Systems so miteinander, dass sie sich gut durchdringen und gegenseitig befruchten können. Jetzt wollen wir die Kräfte des O's aber auch einmal auf das Kurvenfahren anwenden. Bilden Sie mit Ihren Armen ein horizontales O. Wenn Sie die Arme nicht oder nur wenig anspannen, passiert kaum etwas. Wenn Sie aber etwas Tonus und Kraft in die Arme reingeben, dann kann ein Tonus entstehen, der Sie vorwärts zieht. Probieren Sie das ein-, zweimal, mit dem O vorwärts zu gehen. Also jetzt nicht wie beim Video der untere Mensch will vorwärts die Mikrobewegungen des unteren Körpers primär aktivieren, sondern wirklich in diesem Bereich die Aktivität erzeugen und die Beine folgen. Probieren Sie das ruhig auch mal rückwärts. Sie werden sehen, das gelingt kaum, dass Sie das aus der Mitte heraus führen können. Das O will auch vorwärts. Gehen wir nun zum Kurvenfahren über. Bilden Sie das O und geben Sie in den einen Arm deutlich mehr Spannung und durchstrahlen Sie ihn bis in die Finger, dann wird das O Sie nicht nur vorwärts bringen, sondern wenn Sie diese Spannung in den Arm geben, auch um die Kurve führen. Dann geben Sie die Spannung in den anderen Arm und es führt Sie in die andere Richtung. Spielen Sie mit dem O. Lassen Sie sich schnell und langsam vorwärts ziehen. Machen Sie die Kurven in die eine Richtung und in die andere Richtung. Machen Sie weite Kurven und enge Kurven. Schnell, eng, gelingt es Ihnen, dass der gerundete Arm Sie in die Richtung führt, in der die Hände zeigen? Oder geschieht bei Ihnen zufällig genau das Gegenteil und der gerundete Arm zieht sie sogar auf die andere Seite, wenn Sie Spannung hineingeben. Ich kann Sie beruhigen. Dann haben Sie nichts falsch gemacht. Sie haben nur das System gewechselt. Führt Sie der Arm in die Richtung, wo der Arm zeigt, dann haben Sie sich mehr mit dem unteren System verbunden. Und führt Sie der Arm in die Richtung, wo der Bogen zeigt, dann haben Sie das O und die Gebärde mehr mit dem oberen System verbunden. Sie haben gesehen, der obere und der untere Mensch sind kraftvolle Systeme, die, wenn man sie einzeln anspricht, sehr dynamisch, aber auch einseitig wirken können. In der Eurythmie suchen wir die Kräfte auf, die durch diese Systeme hindurchwirken und sie kreativ verbinden. Das sind die Lautgebärden. Mehr dazu in unseren anderen Videos.